Genau, kann das Wasser runter und das Wasser runter. Und der Slab weg. Und der Slab weg. Nice, guck mal, wir haben jetzt die perfekte Farm. Sieht auch recht schick aus, muss ich sagen. Sieht schick aus. Du machst die beiden, das heißt, ich kann hier fahren. Oh, ist das schon viel angenehmer, ey. So lässt sich Cobblestone farmen. Oh, schön. Das ist echt angenehm. Vielleicht noch ein bisschen doof, weil das oft in die Lava fällt, aber ich glaube, dass, ja, wenn wir halt die Trichter haben, dann geht das schon. So, 20 Stones. Aber so fahren wir auch um einiges schneller, ne? Weil wir den einfach anstatt nur zwei, vier haben. Ja, eben. So, okay. Ich glaube, unsere Insel ist. Obwohl, ich will das hier nochmal so zwei weiter entfernt machen von dem Stein. Dann können wir hier nämlich auch später noch Zäune hinstellen, weißt du? Ich wäre auch fürs Steinzäune anstatt. So, die Insel grenzen wir mit Steinzäunen ab, würde ich sagen. Ja. Und ja, so einzelne Gebiete, sag ich mal. Das heißt Baumplantage, Farm, Häuser mit Holzzaun, oder? Ja. Gut. Gut. Ich hätte hier keine Stones mehr platzieren, keine Ahnung warum. Jetzt schon. Verarschen. Es könnte Serverlag sein. Du kennst mein Internet. Den Weg hättest du auch noch als normalen Stein bauen können. Warte mal. Ich baue mal Nö. eben. Was? Leute, ich kann fliegen. Ja. Hat niemand gesehen. Okay, warte. Zack. Zack. Eigentlich will ich nämlich gerne. Ah, ich glaube, ja. Ich glaube, den Bug kenne ich sogar noch. Wenn du irgendwie eine Stone Slab platzierst, während du irgendwie auf dem Platz draufstehst, ja, dann passiert sowas, wie es uns jetzt schon passiert ist. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich fliegen kann. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich baue mal auch gleich den Stein an, ne? Mach das. Ja, den Sand meine ich. Und den Kaktus. Ja, ich habe mal die Melonen geholt und auch gleich angepflanzt. Nice. Sand, Sand, Sand. Aber das Schöne ist, dass generell schon durch das Regen die Tick-Rate der Pflanzen erhöht ist. Ja, macht ja auch an sich Sinn, ne? Weil Regen, Wasser, Bewässerung und so. Da gibt es so an, wie viel kannst du die Tick-Rate auf einen Zaun stellen, platzierst du einen Baum, das wächst instant. Apropos Baumfloh, unser Baum ist gewachsen. So, ich habe schon mal 26 Sand. Ich plant das hier mal alles Wichtige so in die Truhe. Zack. Ach ja. Haben wir schon. Ja, wir haben hier noch einen Sapling, das ist super. Holz reinpacken. Sapling planten. Maxim, Hey? eigentlich ist sogar das hier noch einfacher als als Mod in einem bestimmten Modpack. Ach, du meinst das Tacket-Dings, ne? Sky Factory. Ja. Alter, am Anfang. Du musst warten, bis es regnet, ey. Yeah. Oh, ich hab den Creeper. Oh, huh. Ich hab den Creeper gefickt. Huh! So, die Truhe hast du geleert gehabt, genau. Also ich freue mich, wenn endlich mal Essen gewachsen ist, denn ich bin hier langsam nicht mehr froh darüber, dass ich durchgehend Hunger bekomme. Ein Pumpkin wächst schon. Das ist super, daraus können wir nichts wirklich machen, oder? Weiß ich nicht. Das ist gerade Alter 5. Die anderen Sachen sind Alter 0 oder Alter 1. Woran siehst du das eigentlich? F3. Oh. Ja, ich meine nur, aus den Pumpkins haben wir irgendwas auf dem Boden liegen. Flo, hol Saplings, falls da Saplings liegen. In 20 Sekunden wird ja
Alles, was auf Nö, dem ich sehe Boden nichts. liegt, gedespawnt. Okay. Ja, ich meine, weil. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke hier das entfernt ist, warte mal. Von unserer Hauptinsel. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil da könnten wir da hinten schon die Mobfalle bauen, weißt du? Ja, das ist, ich sag jetzt mal, der Bedrock ist unter dem Wasser, ne? Weiß ich nicht. Ich bin Bedrock gesehen gehabt bei mir. Echt nicht? Nö. Ach, guck ich halt bei mir. So messe ich von mir aus. Ich nehme mal den Bedrock als Mitte der Insel. 24 Blöcke, warte mal. Ja, 24 Blöcke von der Hauptinsel entfernt, um Monster spawnen zu lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 1. Ja, das passt perfekt. Dann lassen wir das hier. Martin, kennst du sogar den einen Befehl, um die Hitboxen anzuzeigen? Nee. Drück mal F3 und B. Nö, will ich jetzt nicht. F3 und B. Da siehst du auch okay. die Hitboxen. Und du kannst auch zum Beispiel die Hitboxen von so einem Baby-Zombie sehen. Ah. Okay, das ist ziemlich cool eigentlich. Und dann weißt du, dass die Baby-Zombies eine Hitbox wie den normalen Zombie haben. Das heißt, du kannst auf den Kopf zielen und du triffst den Baby-Zombie. Du kannst über einen Baby-Zombie schlagen und triffst den Ja, meinte ich ja. Baby-Zombie. Das meinte ich ja. Ja. Das ist ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. So. So langsam. Zack. Okay, nice. Ich will den hier wegmachen. Das mal eben wegmachen. So, Flo, okay, wir hätten schon mal. Oh, ein Grasblock ist gewachsen. Nice. Oh, endlich geht das weiter. Wo habe ich denn ein Sand her? Du hast dich doch da oben hochgebaut. Ach, das stimmt ja. Um das zu holen. Nice, ein Grasblock ist weitergewachsen, das heißt, der kann weg. Ha, dauert ja auch nicht Ewigkeit, ne? Dauert nicht ewig. Ich wollte mir Cobblestone farmen, nachdem ich das alles in die Kiste gepackt habe, genau. Lol. Man kann, wenn man während man schwimmt, sneaken. Ja, ach nee. Und wenn man hier oben ist, dann ertrinkt man dann. Hä, nein, tust du nicht. Wenn man hier oben ganz ist und dann sneakt, dann schon. Kommen die Ach so, Luftblasen. doch, ja, jetzt sehe ich es gerade. Okay, ich muss weiter Cobblestone farmen. Wie wär's, wenn du irgendwie dir einen Platz aussuchst? Ich würde sagen, ist das hier hinten? Na, das ist asymmetrisch, das ist Kacke. Immer die Ich hätte Symmetrie, jetzt. Leute, Ja, ey. das. Mann, Symmetrie ist wichtig. Ich hätte jetzt gesagt, warte mal, ich mach mal die. Hä? Was denn? Wo ist der Grasblock hin? Wie? Meinst du jetzt den zweiten Grasblock? Den habe ich abgebaut. Ach Wir so. brauchen nur einen. Ich will den Grasblock bis nach hier verfrachten. Oh, das schreckt mich doch nicht. Ich glaube, mir ist gerade eine Erde verloren gegangen. Ja. Egal, wir haben zwei Stacks Erde. Ist easy. Ist super. Und hier ist noch mehr. Ich würde sagen, bau das. Ich will erstmal kurz hier noch die Insel erweitern. Ich habe Angst, hier runterzufallen, ey. Zack, 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 zack. So, unsere Hauptinsel bauen wir jetzt halt nur aus den Blöcken noch. Und dann bauen wir alles aus Slabs, aber Flo, nicht, dass das ein weiter unten ist mit den Slabs, sondern dass die an den oberen Teil des Blocks angrenzen, weißt du? Sodass wir nicht diese Erhöhung haben, weil die nervt ein bisschen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem alles ausleuchten. Ja, klar. Wie muss man das nicht, wenn die Slabs so sind? Ja. Muss man nicht. Muss man nicht, denn da können keine Monster spawnen. Auch dann machen wir das so. Und dann würde ich sagen, du baust hier mal das Dingsportal hin. Warte, das ist der Weg. Das ist der Glasweg, dass hier zwei Glaswege sind. Warte, gib mir mal. Obwohl, ich baue mal. Farm du mal Cobblestone. Ich baue mal kurz das Enderportal.
Wir könnten zwei sogar bauen, geil. Bringt uns aber nichts. Nicht wirklich, aber. Doch, es könnte uns was bringen. Weil die Skyblock-Welt ist ja eigentlich eine normale Welt, wo einfach nur ein Großteil einfach rausgehoben wurde. Ja, klar. Weil wir könnten uns in End, keine Ahnung, 6000 Blöcke da in der Real-Life-Welt weiter verbauen, dann da ein Nether-Portal platzieren, dann würden wir auf eine normale Welt kommen. Ja, könnten wir eigentlich machen sogar. Ja, es ist aber auch gecheatet, finde ich. Ich wäre eigentlich dafür einfach nur, dass wir zwei Enderportale bauen. So eins jetzt zum Beispiel hier recht nah an unserer Hauptinsel und eins später, wenn wir irgendwo anders noch chillen. Weil wir. LOL! Nein, ich habe schon wieder Hunger. Oh Mann! Hä, wieso kann ich noch sprinten? Hä, Flo, ich habe Hunger, aber ich kann noch sprinten. Weil es vielleicht in dieser Version noch nicht drin ist. Hä? Klar. Das ist schon immer gewesen. Seit es Sprinten gibt, kannst du ab drei Hungerbeulen nicht mehr, Keulen nicht mehr sprinten. Ich geh kurz sterben, ne? Hau rein! Death Counter 2. Hast du eigentlich keinen Hunger? Ich habe 1,5 Hungerkeulen erst verloren. Wieso? Weil ich Ach, nicht drauf sprinte. und du bist schon auch schon einmal gestorben. Ja, durch einen Bug. Ja, das ist ja egal. Gestorben ist gestorben. Steinschaufel. Meine Axt wollte ich mitnehmen, genau. Gut. Ich muss mir nochmal bald Dead Space 3 wieder runterladen. Ach ja. Ach, das. Ja, ich spiel's eh erstmal nicht, also von daher lade ich mir auch noch nicht runter. Okay, ich habe auch genug Speicherplatz. Ja, ich auch, das ist nicht das Ding, aber ich weiß nicht. Wie viel Speicherplatz hast du? Insgesamt 2,5 Terabyte. Jetzt ist er sprachlos. Habe ich auch. Ich habe hier noch eine 750 GB SSD-Festplatte von meinem Laptop. Den kann ich auch noch einbauen. Hätte ich bei 3,25. Ja, mir ist es relativ main. Warte mal, ich 3,25 brauch. Ich meine, ich. Terabyte Festplattenspeicher habe ich insgesamt. Könnte ich haben. So, ich habe mal Lava geplantet, damit das Portal angeht, ne? So funktioniert. Achso, ja. Mit Holz. Also Holz und Lava geplantet. So, was wollen wir machen? Moment, ich baue das mal eben ab und dann will ich mal eben. Ja, der Holz, der kann da stehen bleiben. Genau. Ich wollte das bauen. Ich brauche mehr Cobblestone. Ich habe einen Stack. Nice. Kriege ich auch schnell zusammen, glaube ich. Gott, jetzt bin ich wieder so richtig schön müde, Das würde mich ja jetzt belasten, wenn ich du wäre. Es kommt noch, Flo. Es ist noch hell draußen. Mach einfach dein Rollo hoch, sodass komplett Helligkeit in dein Zimmer läuft. Dann wirst du auch nicht mehr müde. Max, ich bin Mensch der Dunkelheit. Ich weiß. Deswegen, ich werde eher durch Licht müde. Deswegen bin ich meistens tagsüber müde. Dann macht dein Zimmer komplett dunkel. Ciao, Skelett. Hast du ganz Skelett gefickt? Alter, Alter. Ja, bau doch schon mal den Weg zu dem Dings aus Stone Slabs. Zu dem Portal. Damit da nichts spawnt, weißt du? Das will ich nämlich gleich zu der anderen Insel machen. Und. Oh Gott! Ha! Hab ich mich erschrocken, du Spacken, ey! Oh Junge! Alter! Auf einmal war da einfach so ein verfickter Zombie. Was ist denn mit dir falsch? Oh mein Gott! Das ist nicht witzig! Oh mein Gott! Weil ich gerade, ich sehe den Zombie kommen, baue mir gerade ein Schwert. Oh! Alter Vater! Deine Mom! Was ist denn mit dir? Ich wäre mal dafür, dass wir einen Ofen bauen. Und ein bisschen Kohle brennen, weißt du? Damit wir ein paar Fackeln machen können. Mäh. Ja, stimmt, das brauche ich ja auch noch. Ich baue mal zwei Öfen. Zack. Ach, das Achievement bekommen. Oh, die ganzen Achievements.
Hab ich mir jetzt gerade schon verbaut. Weil ich habe zuerst Holz abgebaut, dann mein Inventar geöffnet. Und jetzt muss ich. Das ist doch egal, wann du das machst oder nicht. Nee, ich muss zuerst Inventar öffnen, dann Holz abbauen, dann eine Workbench bauen. Dann muss ich mir nur Hacke machen, ein Schwert und eine Spitzhacke und von da aus geht's immer weiter. Okay, wir haben Kohle schon mal, nice. Zweimal, gut. Kommt hier einmal Kohle rein und hier einmal Kohle rein, perfekt. Holz brauchen wir erstmal sowieso nicht, ne? Kohle hält nur 8 Blöcke. Ich weiß. Weil du 9 reingepackt hast. Ja, yeah, jetzt haben wir einen Holzblock noch. Das heißt, wir hätten noch... Ich mach daraus mal Sticks. Wir haben noch 12 Sticks. So, zur Not. So, und dann werde ich jetzt hier hinten erstmal weiterbauen. So den Weg ein bisschen sicherer. Sicher? Was für ein Noob bist du denn? Ein ziemlich sicherer Noob. Ich brauche mehr Stone Slabs. Wuhu. Ich finde, das sieht aus wie so ein geiler Tempel, weißt du so? Das ist die Cobblestone-Farm, finde ich. Sieht ein bisschen aus wie so ein geiler Tempel, muss ich sagen. Hat Style. Ey, das Schlimmste, meinst du, du hast Glück, du warst bei der Telekom. Du hattest einen Tag immer noch Internet gehabt, wo ich und Tobi kein Internet hatten. Das wird mich belasten. Ja, bundesweiter Netzausfall von Kabel Deutschland. Wie gesagt, würde mich belasten. Wie machen wir das? Mal, wie gehen Holzzäune? Steinzäune meine ich. Einfach so alles anordnen wie ein Stein, wie ein Holzzaun, ne? Ja, bloß das Cobblestone. Ja, genau. Okay, Moment. Genau. Ist das Portal schon? Nein. Lalala. Wir haben schon mal 8 Kohle auf jeden Fall. Das ist ziemlich gut. Finde ich schön. So, okay, dann hätten wir 6. Davon kriegen wir 6. Okay. 6 Zäune. Ja gut, das rechnet sich nicht unbedingt. So, ich habe jetzt 18 Zäune. Nicht, dass jetzt hier plant. Oh, verdammt. Moment, das sieht kacke aus. Ich habe jetzt 300 Balken verloren, Maxi. Krass. Wenn ich das noch alles ein höher mache. Nein! Mir ist ein Stone Slab davor verloren gegangen. Mann! Deutsch ist nicht meine Stärke, ey. Ohne Scheiß. In jedem Let's Play. Kauf dir eine Tüte Deutsch. Nee. Kiosk hat schon zu. Es ist richtig schlimm. So. Zack. Nice. Kommt das weg? So. Können wir das nämlich hier schon so rumbauen? Und hier drauf dann Holzzäune machen. Geht das so, Flo? Ja. Oder wollen wir lieber darunter auch noch einen Block haben? Also, dass wir das hier aus Cobblestone-Blöcken machen. So die Wand so. Ich weiß nicht. Ah, vielleicht nur die Ecken so. Ich glaube, die Ecken sind gut. Ja, die Ecken machen wir so. Das geht. Ich glaube, das geht. Okay, es geht nicht. Wieso mache ich den weg? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche noch kurz ein paar Cobblestone. Okay, das reicht, glaube ich. Dann können wir das nämlich jetzt hier hinplanten. Genau. So. Das ist okay, glaube ich. Das ist okay. Halala. Ist das Nether-Portal schon an? Nee, ne? Nö. Mann, oh. Das Holz würde sich irgendwie nicht entzünden. Das sind
bin ich gerade hier etwas fromm. Ach, wenn es sich nicht entzünden will, kommt noch irgendwann. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit.